Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins in Whole Run. Und ja, in der letzten Folge haben wir das Mantik-Medaillon von Ekoda erhalten. Damit können wir uns jetzt zum nächsten Boss durchprügeln. Ist ja nett, dass wir nicht in irgendeiner Kiste danach graben müssen oder irgendwelche Rätsel mit Fackeln lösen müssen. Wir bekommen es einfach so von Ekoda geschenkt. Hat ein paar Vorzüge, also tot zu sein. So. Weiter geht's. Nochmal aus dem Turm raus und wieder rein. Und hier müssen wir, ja genau, kurz vor dem nächsten Boss stehen. Der lustig werden dürfte als Toll. Weil wir als Toll ja überhaupt keinen Fernkampf haben. Und eigentlich gerade... Wow. Würde Kreissägen da. Und gerade mit Fernkampf dürften, hätten wir die besten Chancen gegen den nächsten Boss. So, weg mit dir. Und dann ist die Dämonenstatue schon mal frei. Müssen wir wohl mit anderen Sachen klarkommen. Ja, erstmal die Statue aktivieren und dann erhöhen wir mal unsere... Reduzieren wir mal unseren Mana-Verbrauch. Das dürfte etwas nützlich sein, auch wenn wir die Schuhe jetzt nicht boosten können, was ich vergessen habe. So, speichern. Und dann wollen wir ja gleich mal uns mit dem nächsten Boss anlegen. Dazu öffnen wir hier die Tür. Und ab rein da. Die Mantidkammer. Hinter uns gehen die Stacheln hoch. Und da ist die riesige Gottesanbeterin. Wow. Aua. Und genau das meine ich. Als Troll haben wir hier nicht ganz so gute Karten. Da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwie von ihr getroffen werden. Und davor müssen wir wegrennen. Dagegen hat nämlich selbst Toll keine Chance, wenn sie hier ihre vier riesen Lanzen rausholt. Das klingt so falsch. Aber genau wenn sie das macht, können wir auch sie einprügeln. So. So sollten wir nicht unbedingt in ihre Klinge springen. Aber jetzt können wir mal kurz ihre Klinge ignorieren. Ja, jetzt sind wir im Boost. Wow, das hat jetzt gut Schaden gemacht. Das hat aber auch wiederum bei mir gut Schaden gemacht. Und ja, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ich mag die Bossfight-Musik in dem Spiel. Die passt wirklich richtig zu den Bossfights dazu. So richtig auch mit Action. Haha, nicht getroffen. So, das müsste jetzt ordentlich Schaden machen. Oder auch nicht. Das hat ordentlich Schaden bei mir gemacht, weil ich nicht aufgepasst habe. So. Jetzt kannst du dich mal schön heilen mit denen, die noch leben.
Und jetzt töten wir dich. So, beim ersten Versuch gleich. Und weg mit der Riesengottesanbeterin. Und halt auch wieder weg mit dem zum letzten Mal mit der Bossfight-Musik. Leider, leider, schade. Und weiter geht's. Zwischensequenz. Die höchsten Stockwerke des Turms oder die liegen hinter mir oder vor ihm, wie auch immer. Dennis und Sava treffen wohl die letzten Vorbereitungen für das Ritual. Ich muss Rhea finden, bevor diese bevor sie ihre Hände, sie die Finger bekommen. Du gibst einfach nicht auf, oder? Und da ist Rhea auch schon. Rhea. Ich habe mit Fina gesprochen über die lilane Muschel. Es sieht so aus, als würdest du jetzt die ganze Geschichte kennen. Tue ich. Dann wirst du verstehen, warum wir als Göttinnen das tun müssen. Bitte gib mir die Harmonika, die Fina dir gegeben hat. Die Fina dir auch vertraut hat. Oh, was für eine interessante Bitte. Also hat es mehr als nur sentimental, hat sie mehr als nur sentimentalen Wert für dich, hm? Irgendwelche magischen Eigenschaften? Vielleicht? Die Alten, also die Vorväter, haben die musikalische Qualität auf eines Kleria-Instrumentes geschaffen. Benutzt, um die volle Kraft unserer Flügel zu aktivieren. Also wenn man auf einem Kleria-Instrument spielt, dann werden die Flügel übelst im Bau oder so, um es nochmal genauer zu erklären. Die Übersetzung gerade eben war jetzt ein bisschen komisch. Und ihre Echos können die dämonische Essenz kurzzeitig schwächen. So ist das also. Okay, ich verstehe eure Situation. Aber ich gab diese Harmonika, ich gab dir diese Harmonika als Zeichen meiner Gefühle. Ich habe niemals gedacht, sie so einzusetzen. Sicher, ihr zwei seid Göttinnen. Aber was bedeutet das wirklich? Wo seid ihr anders als der Rest von uns, wenn es darauf ankommt? Ich werde niemals vergessen, wie du gelächelt hast, als ich sie dir gegeben habe. Ich würde diesen Moment einfrieren und das Lächeln auf deinem Gesicht für immer sehen. Um das Lächeln auf deinem Gesicht für immer zu sehen. Aber wenn die Harmonika nichts weiter ist als ein Werkzeug für dich, also nichts mehr weiter ist als ein Werkzeug für mich, denke ich, dass ich sie selber behalte. Danke dir. Es ist ein bisschen überzogen von dir, mich zu belehren über meine Entscheidung, Toll. Immerhin hattest du geplant, dich selber zu opfern die ganze Zeit. Hast du dir jeweils Gedanken, den leisesten Gedanken darüber gemacht, wie ich mich fühle? Hast du irgendeine Vorstellung, was ich alles wegen dir durchmachen musste diese Zeit? Ich habe eine Vorstellung. Und nun bin ich der Helfer eines Narren.
Ich weiß, es ist unwichtig und dass meine Methoden ungewöhnlich sind. Aber das ist, warum ich jetzt hier bin. Ich bin wieder der kleingeistige. Willensschwache Narr, der ich immer war. Und es ist Zeit. Emmons, das Wort sagt mir jetzt gerade leider nichts. Ich glaube, es ist Zeit, mein Testament zu machen, würde ich jetzt mal tippen. Es ist Zeit, mal die Sachen richtig zu setzen. Ja. Ich habe nicht vor, irgendwelche Opfer machen zu lassen, um die Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Nicht ein Opfer, nicht mal ich selbst. Aber ich kann das nicht alleine tun. Ich brauche deine Stärke. Ich will, dass wir beide, dass jeder andere auch in der Lage ist, friedlich und fröhlich zu leben. Noch einmal, ich will das alte East zurück. Ich weiß, es ist eine egoistisch, es ist egoistisch, das zu sagen. Und es ist wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt unrealistisch. Aber wenn du und ich und all die anderen Ritter und die Zauberer, wenn wir alle unsere Kraft zusammenlegen, denke ich, dass wir das Unmögliche schaffen können. Also bitte. Vertraue mir hier. Leih mir deine Stärke. Ah, ich muss zugeben, ich habe dein Vorhaben komplett missverstanden. Du scheust es niemals, mich zu beeindrucken. Also, du hast gesagt, ich war unvorsichtig. Ich dachte, ich breche nun das Eis. Es hat, nee, halt. Ich habe herausgefunden, warum ich so zusammengebrochen bin. Es hat geklappt für all diese Jahre. Oder vielleicht habe ich einfach nur die Tatsache akzeptiert, dass du eine Göttin bist. Und ich habe entschieden, meine Hände zusammenzulegen und für ein Wunder zu beten. Wie auch immer, es gibt keine absolute Sicherheit in meinem Verstand. Ich will, dass meine Zukunft mit dir ist. Oh, jetzt wird er romantisch. Toll. Du bist wirklich einer von den Guten. Ah, was für eine Farce. Jetzt mische ich Dallas wieder ein. Und er hat Hugo dabei. Was? Ja, Hugo hat rote Augen. Und er schießt auf Troll mit voller Kraft. Ja. Ah, wir können dich doch nicht den Spaß unterbrechen lassen, oder? Ja, und Zafa mischt sich ein. Ihr Bastarde. Was habt ihr mit Hugo gemacht? Was ist mit Hugo passiert? Was habt ihr mit ihm gemacht? So ist es richtig. Ist es nicht offensichtlich? Er hat die dämonische Essenz akzeptiert. Von selbst. Als Reaktion auf deinen Betrug. Um ehrlich zu sein, um genau zu sein, ich habe niemals wirklich daran geglaubt, dass du auf unserer Seite bist. Du bist, wer du bist. Und du hast hast meinen Befehlen sehr gut gefolgt. Aber wenn es darauf ankam, hast du gezögert. Es war verschwendete Zeit. Oder verschwendete Kraft.
Ja, und da wird Tod zum Dämon. Ja, das ist sehr gut. Komm, Hugo. Spiel noch ein bisschen mehr. Okay. Dallas nimmt das gar nicht so ernst. Für dich ist das wirklich... Aua, 6 Augen. Und die hauen Ton auf Hü und... Toll. Ha, er bellt nur, aber beißt nicht. Nein, ich denke nicht, dass es fair ist, das zu sagen. Zu sagen, dass Toll wie schwach ist. Hugo ist einfach zu stark. Stärker als ich jemals hoffen kann zu sein. Es scheint so, als ob der arme Junge einfach der magische Protégé ist. Es war wirklich ein Wink des Glücks, dass wir ihn so einfach umdrehen konnten. Ihr verdammten Bastarde. Die schwarze und die weiße und das schwarze sind nun unseres. Endlich kann die finale Zeremonie beginnen. Meine Göttin, für euer Wohl hoffe ich, dass ihr unsere Kraft freiwillig schenkt. Halt! Ton, bitte tu nichts Unüberlegtes. Es ist okay. Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Ja. Ach, wie berührend. Das bringt mir fast Tränen in die Augen. Ich würde dich am liebsten hier erledigen. Aber ich genieße deine kleine Farce so sehr. Ich kann sie einfach nicht hier zu Ende führen lassen. Also bitte krieche weiter den Turm hoch wie ein Insekt. Es sollte wenigstens etwas unterhaltend sein. Ah, nein. Ich kann es hier nicht enden lassen. Beweg dich. Steh endlich auf. Ja, und an dieser Stelle würde ich gerne mal kurz einen Cut machen, weil wir schon längst über 15 Minuten sind. Also bis gleich.